Wetterextreme prägen das Anbaujahr 2017. Die Ackerbaukulturen sind gut ins Jahr gestartet. Obst und Wein hatten durch die milden Temperaturen im März einen Wachstumsvorsprung. Doch im April kam mit dem Spätfrost die Ernüchterung. Die Eiseskälte verursachte große Schäden im Obst- und Weinbau. Dies macht sich auf dem Weiler Hof der Familie Briem in Filderstadt im Gemüsebau bemerkbar. Bei uns können wir eigentlich von den Wetterextremen zum Glück sagen, dass wir relativ verschont blieben sind. Ein paar Starkregen hat es gegeben, aber und die Hitze im Juni war auch ein bisschen schlecht für das Gemüse, aber im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein. Also das Kraut, im Kraut macht das Wetter Spaß und es wächst und gedeiht. Also das ist eigentlich das richtige Krautwetter, kann man sagen. Die vielen Niederschläge und jetzt die kühle Temperaturen bei Nacht, also dann wächst es richtig. Den Weilerhof seit 20 Jahren, vor 20 Jahren haben wir diese Halle gebaut und ausgesiedelt aus der Ortsmitte von Bernhausen, das relativ ungeschickt war zum Handling von der Landwirtschaft oder vom Gemüsebau. Und vor 18 oder 19 Jahren haben wir unser Haus gebaut und sind dann mit der ganzen Familie hierher gezogen. Und wir bewirtschaften ca. 40 Hektar mit Gemüse und Getreide. Bei uns gibt es jeden Tag Gemüse oder Salat. Im Winter dann die Kohlsorte und Chinakohl oder Weißkohl, Rotkohl und Wirsing und im Sommer die ganze Salate. Also man freut sich immer schon am Anfang Mai, wenn der erste Salat kommt. Dann kann man es immer gar nicht erwarten. Da guckt man immer auf dem Feld, ob man schon einen schneiden kann für sich zum Hause. Und also wir essen viel Gemüse und Salat. Joachim Ruckwied, Präsident des Landesbauernverbandes, spricht von einer erneuten Zitterpartie für viele Landwirte. Die Erntearbeiten seien durch die regelmäßigen Niederschläge erschwert worden. Aber auch die starke Hitze und die Trockenheit machen den Ackerbaukulturen zu schaffen, wie Ruckwied an der Erntepressekonferenz erklärte. Auf dem Weiler Hof ist man zuversichtlich. Mitte September kann mit der Filderkrauternte begonnen werden. Bereits jetzt gibt es Salat und Weißkohl, der auf den Feldern des Weiler Hofes geerntet wird. In der großen Lagerhalle wird das frische Gemüse vom Feld direkt gewaschen und anschließend in Blister verpackt. Im gekühlten Lager warten Weißkohl, Blumenkohl und Salat dann auf die Auslieferung an Großkunden. Tobias Briem ist Gemüsebauer mit Leib und Seele. Also schon als kleines Kind war man natürlich stolz, wenn man mit dem Vater mit dem Schlepper auf den Acker fahren durfte. Aber war eigentlich nie meine große Berufung, Landwirt zu werden. Ich wollte eigentlich immer Manager beim VfB Stuttgart werden, wo ich noch ein kleiner Junge war. Und als ich dann mal so 13, 14 war und man ist langsam ins Berufsleben, hat sich orientieren müssen, hat man Praktiken gemacht und hat dann auch gemerkt, das Bürogeschäft gefällt einem nicht ganz so arg. Man möchte doch lieber wieder raus in die Natur. Und das, was der Vater macht, natürlich auch gern weiterführen. Und so hat sich das einfach weiterentwickelt und gewachsen. Man hat dann eine Lehre gemacht als Gärtner, konnte alles nochmal vertiefen und hat einem dann richtig Spaß gemacht. Und hat dann aber auch wieder das Kindheitswunsch mit Management und im Büro arbeiten trotzdem noch dabei, weil der heutige Landwirt ist gleichzeitig Unternehmer, Manager und mit der Natur im Einklang da die Produkte zu erzeugen. Von dem her hat man eigentlich das Rundumpaket als Landwirt. Der Obstbau erleidet in diesem Jahr Einbußen von rund 30%. Doch auf das Filderkraut muss man auch in diesem Jahr nicht verzichten. Der Weiler Hof sieht einer sehr guten Ernte entgegen.